Ja, guten Morgen. Letzter Tag. Ich habe gerade gespült und die Wohnung aufgeräumt, Koffer gepackt, lade es gleich in mein Auto rein. Habe aber noch geschmeidige 1,5 Stunden Zeit. Um 12 Uhr, wie immer oder fast immer, geht's weiter. Ja, wir sind gestern mit dem letzten Song Singen gestartet. Es ging auch relativ schnell, wieder eine Stunde, Viertel, 15 Minuten ungefähr. War das Ding auch wieder fertig, also absolut okay vom zeitlichen her. Und dann haben wir gestern angefangen zu mixen und ich bin echt mega begeistert. Also es wird richtig geil, ehrlicher Sound, rau, bisschen Pop-Attitüde, bisschen Punk-Attitüde ist noch drin, in dem einen oder anderen Song ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, auch in denen, die jetzt eigentlich eher poppiger angelegt sind. Von den Akkorden vom Songwriting her ist auch trotzdem noch rau und Ehrlichkeit vorhanden und das finde ich mega geil. Ich hoffe, dass ich heute zwei, drei Songs mitnehmen kann schon, weil der Kurt wird auf jeden Fall noch bis Sonntag oder Montag mischen. Aber dass ich ein bisschen was im Auto zum Hören habe, fände ich schon mega cool, dass ich nicht noch ein paar Tage warten muss. Gut, muss dann sowieso noch zum Mastern und so, ist dann immer noch nicht fertig, aber fürs Erste wird es ja reichen und dass ich zu Hause auch was vorspielen kann, meinen Freunden, meiner Familie und so weiter. Ja, es war eine mega spannende Zeit. Die 14 Tage sind echt kurz gewesen. Am Anfang habe ich mir das nicht vorstellen können. Jetzt 14 Tage, wow, mega lange Zeit, aber die vergeht dann doch irgendwie im Fluge. Also kurzweilige 14 Tage. Und trotzdem bin ich froh, dass es jetzt vorbei ist. War viel Arbeit. Ich habe ja schon mal von diesem Flipchart erzählt, wo man die Songs, die einzelnen Bausteine von dem Song, Gitarre, Bass, Schlagzeug und so weiter abhakt. Das sind dann doch 60 plus 10 Felder, die leer waren am Anfang. Und jetzt sind sie alle voll mit Kreuzchen, Kreisen, Dreiecken und was man sich so einfallen lässt, um diese Dinger zu füllen. Ja, ich bin froh, dass ich das gemacht habe und ich hoffe, es findet Gehör und Anklang. Das wird dann der nächste Schritt sein, das anzubieten. Und naja, wir hoffen mal, dass, oder ich hoffe das mal, dass das jemand gut findet und interessant findet und ich das Ding auch rausbringen kann. Ich fände es mega cool. Ja, ich weiß gar nicht genau, ob ich die Videos alle hochgeladen habe, jetzt zu dem Zeitpunkt rückwirkend. Das sind ja dann wahrscheinlich irgendwie um die 14 Videos. Und was ich damit mache. Aber wir werden sehen. Ich habe ein kleines Videotagebuch mit den wichtigsten Sachen, lustigen Geschichten, die nebenher noch passiert sind. Und auch, weil man so viel vergisst, auch über die Zeit. Manchmal weiß man gar nicht mehr, was für ein Tag ist. Und dann sage ich nochmal Tschüss ein letztes Mal. Fürs Erste aus dem Studio 45 von Kurt Ebelhäuser. Ciao.